Wir sind startklar für unseren nächsten Speaker. Wir haben den Nikolas jetzt hier und zwar geht es ab ins All. Denn die Unternehmertum, beziehungsweise, nee, die TUM, Entschuldigung, die TUM. Oh, ich war gerade noch ganz woanders bei der Unternehmertum. Die TUM, uns allen ja bekannt als Technische Universität München, macht nicht nur super innovative Projekte, sondern auch sehr viel mit Technologie. Und da wir jetzt ein super interessantes Move 2 ins All schicken, beziehungsweise der Satellit dafür gerade noch fertig gemacht wird, hat der Nikolas uns mal alle Details und alles, was da sonst so interessant drumherum steht, mitgebracht. Herzlich willkommen, Nikolas. Ihr dürft ihn auch begrüßen mit einem Applaus. Ja, hallo, guten Tag. Ich wurde ja schon angekündigt, ich bin der Nikolas, ich bin der studentische Leiter von dem MOVE-Programm hier an der Technischen Universität München. Wir sind im Maschinenwesen in Garching unterwegs, haben da sehr starke Unterstützung eben hier von der TUM, vom Lehrstuhl für Raumfahrttechnik und natürlich von der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt. Das ist unsere studentische Vereinigung, die diesen lustigen Satelliten hier baut. Der Klicker geht nicht. Schade. Was passiert mit Dingen, die nicht funktionieren? Die fallen runter. Unserer zum Glück nicht, der wird funktionieren, das ist unser Satellit. Sie können sich vorstellen, der ist ungefähr so groß wie ein 10x10 Zentimeter Würfel, so mal 10 nochmal. Und das ist so ungefähr das Kleinste, was Sie ins All schicken können und auch irgendwas Sinnvolles tun kann. Der Satellit, wenn man sich den mal anschaut hier, sehen Sie verschiedene Antennenpaare. Wir haben da Antennen für UHF und VHF. Bitteschön. Mit denen wir Telemetrie empfangen, senden können und Commands empfangen können. Wir machen einiges mit dem Ding. Das wird zum Beispiel eine Payload an Bord haben, mit dem wir neuartige Solarzellen vermessen. Die sieht man hier in der Mitte. Geht es jetzt wieder? Ja, man kann sogar leuchten hier, cool. Also, das hier ist unsere Payload. Diese Solarzellen hier alle erzeugen den Strom für unseren Satelliten. Der hat dann ungefähr so 10 Watt, die er benutzen kann. Also nicht besonders viel. Man sieht hier so ein paar Sonnensensoren, die wir brauchen, um uns auszurichten. Das ist insgesamt ein ganz schnuckeliges Teil. Es hat ungefähr alles drin, was ein normaler Satellit auch drin hat, nur eben hochintegriert, also richtig, richtig hochintegriert. Und um jetzt mal anzuschauen, was eigentlich da so drin ist, tun wir jetzt einfach mal das Außen, das Zeug weg. Nee, Moment, das war zu viel. Tu mal wieder was dazu. Nee, okay. So ist gut, ja? Okay. Wir sehen hier die Bodenplatte. Das ist unser Ausklappmechanismus. Also Sie müssen sich vorstellen, der wird natürlich nicht ausgeklappt, einfach in eine Rakete reingesteckt, weil er so viel zu groß, sondern die Solarpaneele werden angeklappt. Und um die eben wieder rauszutun, haben wir hier so einen Mechanismus. Das sieht man jetzt natürlich irgendwie nicht so gut, deswegen gehen wir mal näher ran. Dieser Mechanismus hier ist von Studenten entwickelt worden, ist was ganz Neues, nennt sich Too Smart und es arbeitet mit Federn, die aus einer Form Gedächtnislegierung bestehen. Und je nachdem, wie warm man die macht, dehnt die sich aus oder zieht sich zusammen. Und damit kann man dann so einen Slider, den man hier sieht, vor und zurück bewegen. Und wenn der eben warm gemacht wird, dann springt das Ganze auf. Und das Coole dabei ist, man kann das testen und zwar 1000 Mal am Stück, kann es schnell wieder zurücksetzen. Und hat am Ende einfach ein System, das man qualifizieren kann für den Weltraum. Im Gegensatz zu den Standardmöglichkeiten, wo man einfach einen Draht durchschmilzt, ist das schon irgendwie cool. Weil wenn man dann einmal den Draht gewickelt hat, weiß man nicht, ob es beim nächsten Mal funktioniert. Genau. Wir haben auch eine Unterseite, die hat man jetzt noch nicht gesehen. Auf dieser Unterseite befindet sich hier unsere S-Band-Antenne. Das ist eine Patch-Antenne mit ungefähr 5 dBi Gain. Und hier haben wir so kleine lustige Schalter, wenn man die zusammendrückt. Also in Richtung Satelliten hier nach oben, dann geht der Satellit aus. Das ist der Sinn davon, wenn man den in den Deployer reinsteckt, also diese Kartusche, sage ich mal, wo die ganzen kleinen Satelliten drin sind. Ja, wenn man die zusammendrückt, dann gehen die aus und bleiben aus, bis sie im Weltraum sind. Wäre auch irgendwie blöd, wenn unsere Batterie während der Fahrt irgendwie leer würde. Genau. Und damit die Batterie eben nicht leer wird, haben wir ein Subsystem, das nennt sich Electronic Power Supply, EPS, kurz abgekürzt. Dieses EPS produziert eben zusammen mit den Solarpaneelen eine Gesamtleistung von 10 Watt. Natürlich nicht über den ganzen Orbit, sondern nur, wenn wir in der Sonne sind. Und wenn man sich mal so eine Vorstellung macht, wie viel Strom braucht eigentlich so ein Satellit? Also wir brauchen mindestens 1,8 Watt, maximal so 5 Watt, also wenn wir wirklich volle Kanne rausdonnern mit der Sendeleistung von unseren Transmittern und so im Schnitt so 3 Watt. Genau. Wir haben, um das Ganze zu simulieren, haben wir einen eigenen gebauten Simulator. Das heißt,
wenn man jetzt diesen Satelliten sich so hinstellt und sagt so, ich will jetzt mal schauen, wie es so ist, wie er sich verhält, wenn ich über den Orbit hinwegfliege und so weiter und so fort, dann simuliert es praktisch die Ströme, die da fließen durch die ganzen Solarzellen. Und das ist ziemlich cool, das verwenden wir gerade. Wir sind gerade bei einer zweiwöchigen Testkampagne, weil wir ja bald starten. Und da wird dieses Ding auch verwendet. Genau, wir haben auch einen Lithium-Polymer-Akku. Der hat eine Kapazität von sagenhaften 20 Wattstunden. Ich weiß gar nicht, wohin damit, aber wir haben sie. Und im Weltraum kann es ziemlich kalt werden. Also es ist verdammt kalt da oben eigentlich. Zum Glück gibt es nichts, was irgendwie die Kälte wegziehen kann, groß. Also Masse ist da ja nicht in Form von Atmosphäre. Aber sollte es doch mal irgendwie kalt werden, hat das Ding eingebaut einen Heizer. Und dann wird es wieder schön mucklig. Genau, das nächste Ding ist unser Schmuckstück, der S-Bahn-Transceiver. Fun Fact, das ist der schnellste S-Bahn-Transceiver, den es auf der Welt gibt, der von CubeSats verkauft wird. Und wir haben ihn. Mal ein paar Sachen dazu, also Gewicht. Der ist unglaublich leicht, 75 Gramm nur. Ist auch ganz klein natürlich, dieser CubeSat-Formfaktor. Wir machen komplett nur digitale Signalverarbeitung. Also vielleicht kennen es ein paar von Ihnen, was man so in GNU Radio hat. Das machen wir auf dem FPGA. Wir verwenden dazu BPSK und QPSK. Und schaffen momentan, weil wir uns selbst eingeschränkt haben, 3 Megabit. Das ging allerdings noch mehr ein bisschen. Also im S-Band ist Bandbreite verfügbar, so ungefähr 6 Megahertz. Die könnte man ausnutzen. Also können Sie mal ausrechnen, was man da kann. Genau, weil wir nicht langweilig sind, nehmen wir LDPC-Encoding. Das wird Ihnen vielleicht gar nichts sagen, vielleicht aber doch. Wenn Sie mal DVB-S2 angeschaut haben, die benutzen das auch. Hat einen guten Grund. Das ist sehr, sehr effizient und man kann damit richtig schön schnell senden. Genau. Also wir senden, falls Ihnen S-Band nichts sagt, im 2 Gigahertz-Band und empfangen dort auch. Also da ungefähr, wo es WLAN ist und benutzen dafür 1 Watt. Das ist 10-mal so viel wie ein WLAN-Router. Aber wir kommen damit über eine Entfernung von 2800 Kilometer. Schon viel, oder? Schon viel, ja. Genau. Und wir brauchen dafür weniger als 5 Watt. Das ist ein bisschen mehr als ein WLAN-Router, aber hey, was soll's. Genau. Wir haben dann natürlich auch noch einen UKW-Transceiver, wie ich schon vorhin gesagt habe, für die Telemetrie und Telecommand. Und der ist ungefähr eigentlich ziemlich baugleich, zumindest innen drin. Also deswegen überspringen wir das mal. Ist aber dafür ein bisschen stromsparender, weil er die ganze Zeit an sein muss. Weil wir müssen ja, egal wo wir im Orbit sind, immer mit diesem Ding reden können. Falls irgendwas passiert, wenn der jetzt über Südafrika rumliegt oder sowas, dann kann man sich nämlich da einbuchen und einfach, also in so ein Bodenstationsnetzwerk und einfach Kommandos hochschicken. Deswegen immer schön anhaben, ist besser. Genau. Wir haben aber auch unsere eigenen Bodenstationen hier am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik. Wir haben Mission Control Center, das ist ein eigener Raum mit ganz vielen Bildschirmen und vielen Beamern. Wir haben eine S-Band, Parabolspiegel, mit dem man in den Satelliten empfangen kann, eben die hochdatenratigen Sachen. Und es befindet sich alles am LRT. Das ist ganz praktisch. Wir können da einfach hin als Studenten es benutzen. Und jetzt kommen wir zu einem richtig, richtig coolen Teil von dem ganzen Ding. Ich habe vorhin gesagt, wir haben S-Band. Der Nachteil bei diesem System ist, dass wir nur wenig Sendeleistung haben. Das habe ich auch schon gesagt. Ne? Und jetzt haben wir so ein System, das hat hohe Datenraten, wenig Sendeleistung. Wir haben 2800 Kilometer. Und eine Antenne, die das kann, die muss extrem engen Winkel haben, ja, dass ich praktisch nur den Satelliten sehe im besten Fall. Das geht natürlich nicht. Aber ich muss zumindest irgendwie den Satelliten dann ausrichten können. Und das macht unser ADCS, das heißt Attitude Determination and Control System. Das ist ein ganz langer Begriff, also einfach Lageregelung auf Deutsch, ist viel schöner. Und dieses System ist echt groß. Das ist eigentlich ungefähr das Größte an dem ganzen Satelliten. Was man hier so sehen kann, wir haben hier so ein Main Panel, nennt sich das, in der Mitte vom Satelliten, das die ganze Steuerung von der Regelung übernimmt. Dann geht's weiter. Diese ganzen weißen Paneele, die man vorher gesehen hat an dem Satelliten, das sind die sogenannten Side Panel. Die Side Panel enthalten alle Spulen, mit denen sich der Satellit am Magnetfeld ausrichten kann. Das heißt, er produziert selbst ein Magnetfeld und dann zusammen mit dem Erdmagnetfeld produzieren wir dann ein Drehmoment auf den Satelliten. Genau. So, und dann haben wir noch ein Top-Panel, da befindet sich auch nochmal eine Spule drin. Also wir haben wirklich eine 3-Achs-Lageregelung in dem ganzen System. Das Coole ist, wir gehören zu den Ersten auf der Welt, die sowas machen. Gerade bei Nanosatelliten.
Und das ist auch der Sinn von diesen Nanosatelliten, so ein bisschen einfach mal schauen, was geht. So Bleeding-Edge-Technologie herstellen. Ziemlich cool. Genau. Und die Primärziele, was soll dieses Ding können, ist erstmal, es soll natürlich den Satelliten, also wenn er aus dem Deployer rauskommt, dann taumelt der erstmal. Der hat dann so ein paar Grad pro Sekunde drauf und taumelt dann irgendwie durch die Gegend, notiert da rum und es muss weg, weil unsere Sonnenpaneele nur auf der Oberfläche von dem Satelliten sind oben und die wollen ja möglichst zur Sonne zeigen und deswegen ist das nächste Ziel nämlich Sunpointing. Wenn wir das mal geschafft haben, wollen wir ein bisschen mehr machen, zum Beispiel mal auf die Bodenstation, mit der Bodenstation so mitfahren. Das braucht dann schon ein bisschen mehr Skill. Aber durch unseren Orbit geht es auch so, dass wir einfach, sag ich mal, in eine Richtung zeigen, über die Bodenstation hinwegfliegen und dann einfach nur mit der Bodenstation nachfahren und trotzdem das S-Band haben. Aber es wäre natürlich schön, wenn man mehr zeigen kann. Genau. Um sich jetzt mal anzuschauen, wie es so aussieht. Das ist unser Prototyp, mit dem wir einfach nur das Lageregelungssystem testen. Man sieht hier wieder diese markanten weißen PCBs, die tatsächlich einfach nur unsere Seitenpaneele sind, oder andersrum unsere Seitenpaneele, die einfach nur FA4-PCBs sind, mit einem schönen Lack drauf. Mal ein Blick rein. Wir haben hier eine Stromversorgung, dann das Main-Panel und eben die Side-Panels, die alle schön leuchten, abhängig davon, was sie gerade tun. So, und mit diesem Ding irgendwie mal Leben eingehaucht wird, brauche ich natürlich irgendwie irgendwas, was die ganzen Daten verarbeitet, die da zusammenkommen. Und das macht unser Command- und Data-Handling oder Data-Processing-System. Das können Sie hier mal sehen, das ist ungefähr so groß wie ein 2000stel Fußballfeld. Fußballfelder nimmt man ja gerne zum Vergleich. Normale Menschen sagen, das ist 20 mal 50 mm groß. Enthält einfach nur einen Arm Cortex-7, hat 512 MB RAM und 512 MB Flash. Ist also jetzt nicht besonders viel für das, was man so kennt. Ist aber eigentlich für Weltraumverhältnisse verdammt, verdammt viel Rechenleistung, wenn man überlegt, wie groß das ist. Also ich meine, ich kann das irgendwie so auf meinen Mittelfinger balancieren. Genau, der eigentliche Teil, der von uns dabei stammt, ist die Software. Wir haben einen relativ großen Stab an Informatikern, weil das Maschinenwesen auch direkt neben der Fakultät für Informatik liegt. Wir hatten zeitweise so 10 Informatiker daran, die fast Vollzeit programmiert haben an unserem eigenen Software-System. Wir verwenden dafür Linux, nicht GNU-Linux, nur Linux. Haben eigene Daemons geschrieben, eigene Software-Bibliotheken geschrieben, um eben die Dienste zu erfüllen, die wir brauchen. Das Coolste dabei ist, nachdem wir so frei sind, konnten wir einfach mal was ausprobieren. Das heißt, wir haben auch eines Tages entschieden, ja, wir machen jetzt Scrum. Falls jemand von Ihnen Scrum kennt, das ist so eine Softwareentwicklungsart, die man so im Agile Development hernimmt. Kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren, falls man mal so nach Hause geht und sich einen Satelliten baut, dass man einfach mal so Scrum entwickelt. Das ist eigentlich ganz gut. Genau. Grundsätzlich bauen wir da auch auf Continuous Integration und Git. Wir haben ein GitLab vom LAZ gestellt. Das verwenden wir auch, um eben direkt die Software, die wir geschrieben haben, in unserem Prozess dann auf den Satelliten liefern zu können. Also man kann sich vorstellen, das ist wie so eine Pipeline. Da sitzt so ein Programmierer, der schreibt irgendwas, der macht es fertig und es geht einfach direkt rüber in den Satelliten und wird dann getestet. Das ist echt cool. Und um Sie mal zu vergegenwärtigen, wie groß das ist. Also am Anfang von unserer Entwicklung sah das ungefähr so aus. Da haben wir so eine Übersicht über die einzelnen Komponenten von unserem Satelliten. Aus der Sicht von dem Command- und Data-Handling-System. Also Sie haben hier so verschiedene Subsysteme, die alle irgendwie ein Block sind. Da haben Sie zum Beispiel CPS, S-Band-Transceiver, UHF-RF-Transceiver. Die sind dann verbunden mit irgendwelchen Softwareblöcken. Und für jedes von diesen Softwareblöcken war ungefähr ein Programmierer zuständig. Und die haben daran alle so jetzt kumulativ dann, ich würde mal sagen, 10.000 Stunden oder so gearbeitet. Also das ist schon echt beeindruckend. Wir sind mittlerweile relativ weit. Wir haben jetzt schon die ersten Tests hinter uns. Der erste Test war, dass man das Ding mal auf einen Rüttler tut, also so einen Shaker-Test macht. Da wird der Satellit mit 20 G belastet. Das ist dann ungefähr so schnell, das sieht man gar nicht mehr, dass dieses Ding sich großartig bewegt, aber es klingt unglaublich grauenvoll.
Und man denkt sich so, da hätte ich den Satelliten auch einfach auf den Boden werfen können, dann wäre es wahrscheinlich genauso hart gewesen. Wäre es wahrscheinlich auch. Aber er hat es überstanden. Und das hier ist unser Engineering-Modell, der wird nicht in den Weltraum gehen. Aber den nehmen wir eben her, um ihn dann so mal ein bisschen zu zerlegen, sage ich mal. Man sieht hier die Oberseite des Satelliten mit der Nutzlast, hier die verschiedenen Solarzellen, die vermessen werden sollen. Die Seitenpaneele. Hier sieht man ganz schön das Material von diesen Seitenpaneelen. Das hat man vorher auf dem Rendering nicht gut gesehen. Wir verwenden dafür PEEK. Das ist ein Plastik, ein Kunststoff, der sehr, sehr viel Last aushält. Der ist ungefähr so wie Aluminium, kann man sich das vorstellen. Und der ist mit Kohlenstofffasern verstärkt. Und darauf werden dann ein Partner von uns die Solarpaneele geklebt. Auf der Unterseite von einem von den Solarpaneelen befindet sich eine GPS-Antenne. Das ist so eine ganz, ganz flache Klebeantenne. Hier kann man einen Sonnensensor sehen, die das ADCS-System braucht, um den Satelliten auszurichten. Genau. Wird gehalten von unserem leitenden Integrationsingenieur gerade. Diese Dinger sind auch noch witzig zu beachten. Das sind Hilfsmittel, mit denen die Antennen zusammengebaut werden, zusammengerollt werden. Weil die Antennen, die springen raus in dem Moment, wo der Satellit aufklappt. Und vorher sind die zusammengerollt. Das ist, Antennen sind aus Nitinol. Das ist Nickel-Titan-Legierung. Und diese Nickel-Titan-Legierung hat den Vorteil, dass wenn man die zusammenrollt, dass sie sich nicht plastisch verformt. Dann kann man die so zusammenrollen, auf diesem Ding drauf und dann springen die auf. Und die kann man leider nicht loswerden, aber die bleiben dann einfach dran. Also nicht so schön wie auf dem Rendering, aber nur so ein kleiner Fun-Fact. Genau. Aktuell ist der Satellit in der Thermalvakuumkammer von unserem Lehrstuhl. Das ist ein Bild von heute Morgen. Das ist, man könnte sagen, es ist eine Live-Aufnahme. Diese Live-Aufnahme gilt auch noch für die nächsten 2 Wochen, weil wir aktuell einen Langzeit-Thermalvakuum-Test fahren. Das heißt, wir simulieren mehrere Orbits damit. Diese Kammer ist evakuiert und kann auf minus 60 Grad zum Beispiel runterkühlen und dann wieder hoch auf 60 Grad oder sowas. Also wir gehen nicht auf minus 60, aber so in die Richtung. Und dann kann man diese Thermalzyklen fahren und schauen, ob Lötstellen zum Beispiel kaputt gehen oder ob irgendetwas anderes bricht, ob der Satellit einfach diesen Weltraumbedingungen aushält. Oder nicht. Drücken wir die Daumen, ne? Genau. Und um sich mal so einen Überblick zu verschaffen, wie es eigentlich dazu kam, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben Sie alle nicht so unbedingt die Entwicklung verfolgt. Aber wir haben 2015 irgendwann haben wir offiziell vom DLR die Bewilligung bekommen für das Projekt und haben mit der Entwicklung angefangen. Und dann haben wir zusammen mit dem DLR zu Ende 2016 eine BEXUS-Mission gemacht. BEXUS ist ein Stratosphärenballon, das kann man hier sehen, das ist ein Foto davon. Der geht in so ungefähr 32, 33 Kilometer Höhe, je nachdem wie schwer sie gerade sind. Und da können sie dann so 5 Stunden lang einfach mal in der Stratosphäre rumfliegen und anschauen, wie das System sich so in der Höhe aus verhält. Ist ein wunderbares Ding, kann ich nur empfehlen, falls irgendwelche Ingenieure hier sind, Elektrotechniker oder Maschinenbau oder Informatiker, macht das mal unbedingt. Das ist die Erfahrung, vor allem wenn man beim DLR irgendwie einsteigen will. Genau. Dann Anfang 2017 ist der vorhergesehene Move 2 Start. Da bewegen wir uns dann in den Weltraum. Hier kann man nochmal ein schönes Bild sehen von Move, wie er zusammengebaut ist. Also das war unmittelbar nach der Integration. Das hier ist unser Remove Before Flight Switch. Den muss man dann abziehen, wenn das Ding eingesteckt werden soll in Deployer. Ansonsten geht der an. Genau. Und jetzt wahrscheinlich für die meisten interessante Frage, ja, wo geht es denn überhaupt hin? Es geht in den niedrigen Erdorbit. Wir haben einen Orbit von ungefähr 575 mal 575 Kilometer, also sehr kreisförmig, ziemlich kreisförmig. Und eine Inklination über 90 Grad, das heißt, wir gehen retrograde entgegen der normalen Orbitrichtung schon eigentlich. Das macht man deswegen, weil wenn man so einen polaren Orbit fliegt, also über die Polkappen hinweg,
sieht man eigentlich sehr, sehr viel von der Erde und zwar regelmäßig. Also der Satellit kommt dann ein paar Mal am Tag bei uns vorbei. Wir haben ja relativ viele Kontaktzeiten. Das ist besser, als wenn man jetzt zum Beispiel so einen äquatornahen Orbit hat, also zum Beispiel 0 Grad Inklination, dann sieht man den nie bei uns hier oben. Hingegen die ISS hat zum Beispiel so um die 50 Grad, da kommt die ab und zu mal vorbei. Und da sind 90 Grad besser mit ein paar Mal am Tag. Und es hat auch dann noch die schöne Eigenschaft, dass man daraus einen Sonnensynchronorbit machen kann, dann kommt der Satellit immer zu einer bestimmten Uhrzeit am Tag. Das ist auch ganz nett, da kann man sich dann drauf einstellen. Wir brauchen ungefähr so um die 96 Minuten um die Welt rum. Das heißt, die Hälfte davon sind wir im Dunkeln, im schlechten Fall. Im guten Fall ist es egal. Und haben eine Bahngeschwindigkeit von 7,5 Kilometer pro Sekunde. Und unser Start wird dann ungefähr so aussehen. Leider kann ich nicht mehr dazu sagen, zu dem Start. Und ich bin jetzt auch schon fast am Ende. Ich möchte an dieser Stelle noch unseren Sponsoren danken, die das alles möglich gemacht haben. Nämlich zuvorderst dem Lehrstuhl für Raumfahrttechnik und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das zusammen mit dem Bundestag entschlossen hat, uns zu fördern. Das ist eine wunderbare Sache, dass es in Deutschland sowas gibt, dass man einfach Studenten Geld in die Hand gibt, über 500.000 und dann einfach mal so einen Satelliten baut. Natürlich haben wir auch noch andere, zum Beispiel das Multimedia-Studio von Rolf-Dieter Klein, ohne den ein sehr großer Teil dieses Satelliten nicht so weit wäre. Aber auch Rode Schwarz, Axon, Weller, Würth Elektronik und wie sie alle heißen, haben uns das Leben so viel leichter gemacht. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich herzlich bedanken. Und falls irgendwie mehr Interesse an unserem Projekt besteht, also wir veröffentlichen regelmäßig Videos oder sonstige Informationen zu unserem Projekt, kann man mal auf Social Media schauen. Wir haben eine Facebook-Webseite, die kann man sich anschauen. Wir twittern auch, beziehungsweise haben eine reguläre Webseite, die etwas technischer ist, wo wir sehr, sehr spezifische technische Details veröffentlichen zu der Art und Weise, wie unser Satellit gebaut wird. Ja, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, glaube ich, wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Ansonsten finden Sie mich dann nachher auch noch am Stand vom DARC und da können wir auch noch mal reden bei den Amateurfunkern da drüben direkt. Vielen Dank. Gibt es Fragen für Nicolas? Fragen? Keine Fragen. Hast du so interessant schon erzählt? Ich weiß nicht. Oder habe ich einfach alle überrumpelt? Hoffentlich nicht. Das wäre schlecht, ne? Wer würde gerne mal ins All fliegen und sich den Satelliten angucken? Oder einfach mal vorbeikommen. Einfach mal vorbeikommen, genau. Es gibt einen Tag der offenen Tür an der Technischen Universität München. Der ist eigentlich generell immer so beim ersten Semester anfangen, sprich immer so im Oktober. Wenn man da vorbeikommen möchte, der Lehrstuhl stellt ungefähr alles aus, was irgendwie da war, jemals im Weltraum war oder sonst irgendwie. Wir haben Exponate von der ISS, wir haben Exponate von Space Lab, wir haben alles. Wir haben sogar einen echten Astronauten, das ist unser Chef, der Professor Walter. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Jetzt noch Fragen aufgekommen, die man jetzt gerade noch überlegt hat? Ja, pass auf, ich flitze runter und du beantwortest. Das traut sich wer. Wie funktioniert der Kontakt mit DLR und ESA? Der Kontakt funktioniert gut. Und zwar gibt es da einen Mitarbeiter, der für unsere Förderung zuständig ist. Aber mit der Zeit lernt man die Leute auch persönlich kennen. Und eigentlich generell so per E-Mail und Telefon, so wie man sich das vorstellt. Nee, aber es ist als irgendwie hat man immer so einen Initialkontakt. Und wenn man dann so ein Projekt starten möchte, dann redet man erstmal mit diesen Menschen, ob es überhaupt möglich ist im Rahmen von dem, was sie so fördern. Also das DLR fördert unglaublich viel. Das meiste, was die wirklich machen, ist irgendwelche Firmen oder Unis fördern. Und dann schreibt man da erstmal so einen ersten Draft hin sozusagen von irgendeinem Antrag und dann geht es hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. Also bei uns hat das irgendwie 2013 angefangen, ist dann 2015 so weit gewesen, dass es durchging. Also man muss sich das als gewaltigen bürokratischen Akt vorstellen, sage ich mal. Aber da geht es ja auch um sehr viel Geld und deswegen ist es wichtig, dass man da
sich ordentlich drum kümmert von der Seite her. Ja. Noch Nexus eine weitere Frage? Nicht mehr. Dann, Nikolas, vielen, vielen Dank. Ihr dürft gerne nochmal applaudieren und ihn von der Bühne schicken somit.